Ich trinke mal kurz was. UFO A und UFO B. Los, Wendy. Ich mach mal entspannt. Ich bin auch entspannt. Ich bin Kiba. Kiba nennt man mich. Der entdunkelte Normalo. Alles in Ordnung, Teddy? Ja, Chef, es ist alles gut. Nein, die Bananen. Laser Time. Für die Bananen. Ich greife an. Mit Steinen. Man wirft nicht mit Steinen. Da hast du recht, Zed. Let's go. Und weiter geht's. Wahrscheinlich gibt's keine Abzweigungen bei dem Level, nehme ich an. Wäre schön, wenn es allgemein keine Abzweigungen jetzt geben wird, aber es wird Abzweigungen geben, wie immer. Durchhalten, Wendy. Oh nein. Hilfe. Wo gehe ich lang? Nach rechts, nach rechts. Okay, okay. Hä? Ah! Da war ein MP-Bonbon. Naja, ich nehm's trotzdem mal mit. Wir halten zusammen. Da hast du recht, Teddy. Aber erst wirst du noch einen Gegner bekämpfen. Hallo. Plop, plop. Auf Wiedersehen. Badam, bad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 
Für dich ein Knochenkeks. Du dummer Idiot. Aber danke, ich bin voll. Immerhin etwas. Man ist nicht immer voll, also... Metzelpiekser. Für Franziska, wenn wir es bekommen. Ich mache einfach mal random, okay? Ich drücke ein bisschen rum. Reisepass, Geld und frische Unterwäsche für dich, Cheffe. Achterballfahrt, wuhu! Feuerwerk, oha! Ein Nachthimmel mit dir allein, oh Mann. Jetzt müssen wir wieder gehen. Ja! Nö, es reicht schon. Wir müssen nicht mehr spielen. Wir gehen einfach weiter mit der Story jetzt. Und weiter geht's. Ba-da-ba-da-bam. Zwei Wege. Einer führt zu einer Truhe. Sperling ist da oben. Wir haben einen ganz weiten Weg noch. Aber das schaffen wir schon. Los geht's. Ab Marsch, die Frisur steht dir. Teddy darf das nicht erfahren, dass ich auf Cheffe stehe. Ufos und ein Todesfalter. Ich hoffe, er ist wirklich nicht so tödlich, wie man sagt. Bam. Teddy, benutze mich. Okay, Hayato. Er heißt immer noch Wendy. Nein, tut er nicht. Okidoki. Meine HP-Bananen. Werde ich jetzt mit Laser kommen und euch vernichten. Verreck. Nein. Ich werde mit Stein. Stein, hä? Stein hat gegeben, hä? Seht ihr, ich habe mit Stein 88 Schaden gemacht. Er muss nicht wissen, dass ich das war. Wir hatten schon viel Glück, dass wir es geschafft haben. Ich frage mich, was Kiba wohl so mag. Bananen und Steine. Okay, wieso Bananen? Weil Steine. Das ergibt gar keinen Sinn. Wirbelwindattacke. Für euch, haut rein. Speit. Feuer. Bye. Nein, wir UFOs. Unsere Bananen. Und unsere Bananen werden alle gestohlen. Laser. Ich hoffe, es vernichtet sie. Ah, kalt. Stein. Mann, geben. Mann, wir haben nicht genug HP-Banal. Meine Taktik. Mopsen. Gib mir bitte deine HP-Banal. Dankeschön. Sehr schlau. Ich mache ein Festmahl für uns. Für diese Belohnung. Gut gemacht, Teddy. Ich koche aber gerade. Was mich ein bisschen stört an dem Spiel, sind teilweise diese Clipping-Fehler. Man sieht halt, das Essen rutscht unter die Pfanne durch und dann wirft es wieder hoch. Die Animationen stimmen teilweise gar nicht überein. Und ich dachte, in der 3DS-Version war das nicht so. Kann mich aber irren. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass in der 3DS-Version sowas war. Hä, was ist das? Was um alles in der Welt? Es war nur ein Traum. Also ich bin jetzt nicht zu hart zum Miitopia, sondern Miitopia ist ein tolles Spiel, aber der Port ist an manchen Stellen echt schlecht. Also billig. Ich sag mal, er wirkt billig. Irgendwas riecht gut. Endlich fällt's dir auf. Ich benutze ein neues Shampoo. Ich nenne es Dumban Deluxe. Selbstgemacht aus Ziegenmilch, Erdbeeren, Honig und Katzenstreu. Selbstgemacht? Was du alles kannst. Tja, ja. Moment, bei Katzenstreu? Oh nein, die Geheimzutat. Damit ich auch wirklich nach Dumban rieche. Kiba an meiner Seite. Fühle ich mich nicht sicher. Die Todesfalter. Deine grinst hässlich. Bye. Hier ein Gourmet-Snack. Ach, für mich übrigens. Haha. Singt mit mir ein Lied. Ja, Mann. Ich, Todesfalter B, fühle den Groove. Wir helfen dir alle. Freundschaftskanone. Noch eine und wir sind bei 1700. Jetzt haben wir das Level auch geschafft. Cool. Sehr cool. Was gibt's zu besprechen?
Ich habe ein Geschenk für Scheffel gekauft. Ihm freue ich das ganz bestimmt. Hier. Hier für dich. Für mich? Ein Platinring? Weil du spielst ja Pokémon Platin. Das ist so genial von dir. Zeit für Striegel. Wo ist deine Bürste? Ach, da sagst du. Hätte ich niemals erwartet. Dankeschön. Ich glaube, Xenoblader kann mal wieder gehen. Und Teddy muss ja mal wieder sich um das Pferd kümmern. Lord Z kann sich ja mal ein bisschen die Chefverbindung stärken lassen. Wir können ja mal einen Karaoke-Ausflug gehen. Oder Z. Lassen wir es krachen. Okay. Badadadup. Zusammen. Ich bin Infinite, der krasseste aller Zeiten. Das ist aber kein einziger Ton. Das geht so. Ich bin Infinite, der krasseste aller Zeiten. Bei dir aber auch nicht, Cheffe. Infinite sind wir. This is the best part on the Revier. Ich bin nicht verstört. Absolut nicht. Teddy möchte ein neues Mikrofon für 6600. Da keiner da ist, kannst du es gern haben. Yay, ein Vorteil, dass keiner da ist. Ich kann mir ein helles Mikrofon kaufen, was zu teuer ist. Es passt zu dieser Umgebung hier. Ba-da-da, ba-da-da-ba-ba. Gehen wir weiter. Uns erwartet uns nämlich das Truhen-Level. Wir haben 12 verschiedene Mikros schon. Ist relativ wenig eigentlich, aber ist okay. Es sind wahrscheinlich jetzt noch 2 unten und dann oben das allerletzte. Boss-Level wahrscheinlich. Auf Reisen zählt nur eins. Freundschaft. Und Truhen. 5000. Boah, ey, also wir kriegen echt viel Gold. Wir können echt viel kaufen für die Gruppe. Die Frisur von Scheffel ist so toll. Nicht wirklich, aber danke, Teddy. Mein Bauch kneift. Natürlich gibt es hier noch eine Falle, es war klar. Nein! Okay, alle Ultra. Los, angreifen! Ha, ich kann ausweichen beim Schild. Verreck. Töten wir sie. Ah. Oh. Ich töte dich, Furie. Ich bin aber eine Superfurie. Wir sind Stärkheitsfurien. Wir töten euch. Wir töten euch sehr. Eure Eingeweide, ihr werdet sterben. Verreckt. Nein. Ich sagte... Entschuldigung, Teddy meinte, verreck. Nein. Super, hä? Stein. Wer ist das? Weichei, okay? Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt wirklich Sinn. Ich bin kein Weichei. Weichei. Aber ich bin kein Weichei. Beten wir's. Verreck. Niemals. Entschuldigung, hast du nicht gehört? Wir sagten, verreck. Absolut kein Problem für uns. Ich meine, es gab Erfahrungspunkte, also so schlecht war das nicht. Wir haben 1700 Leute gerettet. Hoho, das macht ihr super. Weiter so. Nee, ich nehme noch ein bisschen auf. So 40 Minuten, würde ich sagen. Können wir schon mal futtern. Ein Gummi-Alien für Cheffe. Findet er lecker. Für Z vielleicht. Joa, das ist wirklich gut. Das ist der Good Stuff. Falterhonig für Cheffe. Er liebt Falterhonig also. Falterhonig hebe ich mir auf. Das ist für Teddy. Sie liebt der Teufelstörtchen. Ich liebe Teufelstörtchen. Und Marshmallows. Marshmallows. Mäusesteak für Franziska.
Das ist gut, ihr dummen Idioten. Sehr, sehr gut ist das. Mm. Ja, ja, das kann man essen. Sind alle satt? Alle sind satt. Es freut mich für euch. Letzte Nacht saß ein Insekt auf deiner Backe. Es sah aus wie eine winzige Katze. Oh, wirklich, wie süß. Und ob, ich hab's mir echt lang angesehen. Da hat's dein Gesicht zerkratzt. Ich hab's einfach 5 Minuten lang angesehen. Dein Gesicht war süß. Du hast 5 Minuten lang mein Gesicht angesehen. Also. Bam! Mir ist langweilig. Zeit für einen neuen Look. Wie sehe ich aus? Ich hasse grüne Haare an Frauen übrigens. Gibt's was in der Spielhalle? Sieht nicht so aus. Nee, ist mir zu riskant. Xenoblader Hellenuniform. Komm, Superkostüm für Franziska. Das hat sie sich verdient, weil sie noch hinterherhängt. Entschuldigung, meinte, Xenoblader bekommt sein Kostüm, was er wollte. Sein Heldenkostüm. Damit werde ich zum Heldenkoch, der Koch der Köche. Ja, so stark werde ich. Ich bin jetzt ein richtiger Superhero. Gut, dann gehen wir nach dem zum unteren Weg und machen dort einfach weiter. Let's go! Auf Reisen zählt nur Freundschaft! Xenoblader, auffangen! Hallo, wir sind die Brillen-Banshees. Ihr habt gehört, Steffi steht auf Brillen. Schon? Willst du Banshee-Jumpen ohne Seil? Okay, ich glaube, ich setze mal einen Streuer ein. Legen wir los! Ja, legen wir los. Aua. Bye. Das ging schnell. Die sind nicht so stark. Die scheinen wirklich nicht stark zu sein. Mann, ich muss ja nicht mal Steine werfen. Ja, Kiba, du musstest keine Steine werfen. Ist doch gut. Sehe ich kein Problem damit. Gibt's eine Wegzweigung noch, oder? Ich kann's immer noch nicht fassen. Immer noch nicht. Was denn? Dass ich der dunkle Fürst war, ey. Ich war viel zu cool. Meine Taten als der dunkle Fürst lasten schwer auf meinem Herzen. Ich habe so viel Leid zugefügt und lauter Dinge getan und, Mann, ich war richtig schrecklich. Du kannst dich also an alles erinnern? Ja, Mann, schrecklich, Manu. Doch ich hatte keine Kontrolle über meinen Körper. Ich konnte nur tatenlos zusehen, wie der dunkle Fürst dieses Land plagte. Das war sicher nicht leicht. Ja, Mann, richtig schrecklich und doof. Schon kacke, ja. Natürlich gibt's Wegzweigungen, das hätte mich gewundert, wenn es keine gegeben hätte. Irgendwas hat sich an dir verändert. Ach, was Neues, cool. Ja, nicht schlecht, oder? Definitiv nicht schlecht. Also Kampf? Gut. UFOs und lila Kristalle. Wird schon klappen. Ich finde die Musik viel zu gut. Gut, dann setzen wir Laser ein. Ich schwitze echt sehr. Es ist echt warm. Ich muss nachher echt das Fenster öffnen. Alles okay, Xenoblader? Wieso lächelst du dabei? Nur so. Zangangriff ist doch schon mal nicht schlecht. Stein! Stein böse! Hör! Der wahre Stein bin ich. Ich bin der Z-Stein. Okay. Du bist also die Z-Attacken? Wenn du das so ausdrücken möchtest, Chefe, ja, bin ich. Ich helfe dir. Ich helfe dir auch. Okay, Angriff der Männer! Bam!
Ich will zu Xenoblade hin. Okay, das kann ich einrichten, also. Ich habe für Xenoblade was gekauft, damit er sich von Cheffe fernhält. Überraschung! Das ist aber nett. Ein Silberkandelaber. Das ist sehr cool, dankeschön. Ich möchte dieses geile Punk-Outfit haben. Ich möchte richtig Cyberpunk sein. Ha, richtig krass, oder? Ha, fit, schnell, cool aussehen und edgy. Das bin ich. Okay, Zed, das freut mich, dass du edgy bist. Economy. Okay, ich mache einfach mal random. Reisepass, Geld und frische Unterwäsche. Komm, Skidoblade, machen wir Urlaub. Und das ist der perfekte Moment, damit ich Cheffe alleine für mich habe, Cheffe-Boy. Aha. Da ist Xenoblade Chronicles 5. Aber ich mag Xenoblade doch gar nicht. Du. Gehen wir mal weiter, ja. Ba-da-ba-da-ba-bam. Ja, es war klar. Oh, es sind vielleicht auch noch 3 Level. Okay, es sind noch mehr Level als erwartet. Let's go, ba-ba-bam, let's go. Wir müssen vorangehen, dam-dam-dam. Wir sind die Brillen-Banjis. Okay, diesmal setzen wir keine Ultrastreuer ein. Wir brauchen es nicht. Oh, meine MP. Meine MP. Los, ihr müsst sie verbrennen. Verbrennen wir sie mit meinem scharfen Essen. Krieg ich auch was? Nein, Kiba. Xenoblade. Du kannst nicht immer meinen Mund verbrennen. Ich hasse scharfes Zeug. Ich setze mal Laser ein. Auf Wiedersehen, Brillen-Banjis. Ich, Kiba, hab ganz viel geholfen. Ja, Kiba hat das meiste gemacht in der Kuppe, das stimmt. Hoffentlich geht alles gut aus. Reit mit Teddy, auch wenn ich dich verbrannt habe. Ich hasse dich, ich schubst dich bald vom Pferd. Oh, mir fällt jetzt auf, dass du neue Kleidung trägst. Richtig edgy von dir. Richtig edgy. Ja, richtig edgy, ich weiß. Oh. Eigentlich wollte ich nie ein Edgelord werden, aber meine diebische Hintergrundgeschichte hat dafür gesorgt, dass ich edgy bin. Aber ich verspüre auch Liebe. Chef. Hat jemand meinen Namen gesagt? Hi, lang nicht mehr gesehen. Okay, ich glaube, wir setzen mal Schutzstreuer ein. Und mal Ultrastreuer für jeden. Rastet aus, besiegt die Kerle. Weil die gehen mir vielleicht ein bisschen auf die Nerven. Und können gefährlich sein, also... Gefährlich? Die sind gar nicht gefährlich, schaut mal her. Okay. Angriff. Zangenangriff. Habt Angst. Ich hab Angst. Stein. Angriff. Bitte hilf mir, ich bin verloren. So ein Glück. Weiter geht's. Jetzt müssen wir leider Franziska ins Team nehmen. Ich habe eh kein Geld für euch, also ist egal. Hier für Cheffe. Lecker! Banshee-Tränen kann man eigentlich für Noir aufbehalten. Oh, tut mir leid, Franziska. Du sollst verhungern? Ja, du sollst verhungern. Verhungern ist gut, Franziska, wirklich. Let's go! Here we come! Ob ich mich Kuppelkiefer verstehen werde? Stein, 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 Stein in Stein, Stein in das Stein, Steinbanane rein. Ja, Kiefer ist schon seltsamer Genosse.
Babada, babada, babla, babada, Laser Time! Laser! Voller Erfolg! Meine Steine haben geholfen! Das stimmt, Kiba. Deine Steine waren die besten. Ha! Also ich habe am meisten getan. Das stimmt, Zed. Hä, hey, meine Steine haben es doch getan. Ja, Kiba, deine Steine waren super. Wirklich. Oh. Deko-Prinzessin und Larry Butts. Das hätte wohl doch bis nach dem Essen warten können. Oh je, oh je. Oh je. Oh nein, sie haben ihre alte Gestalt wieder in besserer Form. Kraft Larry Butts Golem. Gold, Deko, Prinzessin. Komm, Daddy, machen wir sie platt. Ja, yeah, Töchterchen. Sie haben mein Essen gestört. Hier Ultrastreuer für euch. Viel Spaß. Ja, Mann. Ich hab Spaß. Ich auch. Ich auch. Ja, let's go. Spaß haben? Let's go. Hier, mein Heldenmikro, ich übersteuere es in euer Hören. Hier. Ich bin auch dran. Let's go. Feuer frei. Ich helf dir. Ich helf dir auch. Peitschenhiebe. Freundschaftsattacke. Oh, oh, ah. Ich bin dead. Ja, Mann, ich beschütze die Waifus. Daddy. Hey, Franziska, ist alles klar? Dummer Idiot. Hahaha. Verreckt! Ah! Mit Lex! Stein! Hier, nimm die HP-Banane! Wo hast du die her? Die war in meiner Unterhose. Mmh, lecker! Hey, das will ich auch! Ich helfe dir, Zed! Klar, natürlich! Attacke! Ah! Schwerer Boss! Wir leben noch? Hey! Dankeschön. Oh, vielen, vielen Dank. Richtig schwer. Franziska braucht Erfahrungspunkte leider.